Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem super Zustand. Das Wetter, das spielt mal so richtig mit angenehmen Temperaturen. Blauer Himmel, die Sonne scheint und in Kürze, da sollen auch die jeweiligen Mannschaftsaufstellungen kommen. Und wie wir gehört haben, könnte es hier und da sogar eine personelle Überraschung geben. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. So wie wir mitbekommen haben, soll es sich um ein 4-3-3 handeln. Wir haben in der Geschichte des Fußballs viele große Mannschaften in genau diesem System gesehen. Eine absolute Schlüsselfrage natürlich, wie ist man vorne auf den Außenpositionen besetzt? Wenn die Jungs schnell sind, wenn die dribbelstark sind, dann bieten sie natürlich dem Mittelfeld eine Menge an. Und dann sind sie natürlich immer wieder exzellente Vorbereiter für den zentralen Mann in der Offensive. Los geht's. Bei wem der wohl landet? Schönes Ding. Die war gut, nur der Ball ist am Ende nicht angekommen. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Ab auf die Flanke. Versucht die Gasse zu finden. Langer Abschlag vom Keeper. Raus auf die linke Bahn. Versucht, da ist die Möglichkeit. Ganz misslungener Schuss. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschossen. So jagt man heute den Ball. Sie haben offensichtlich vor, Räume zu schaffen. Die Spieler aus dem Zentrum versuchen, draußen einen oder zwei Verteidiger zu binden. Ah, verstehe. Deswegen also der ganze Laufaufwand. Genau so sieht's aus. Sie wollen den Gegner ködern, raus auf die Flügel locken, damit die eigenen Leute im Zentrum leichtes Spiel haben. Die Frage ist nur, ob ihre Gegenspieler darauf reinfallen. Die Fahne bleibt unten. Es geht über die rechte Seite. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Gerade noch so geklärt. Ball über der Linie, Einwurf. Bonn wartet noch immer auf die erste gefährliche Aktion. Da sollte der Pass hin. Physisch enorm präsent.
diesmal weit nach vorne geschlagen. Einfach mal weggedroschen. Er flankt. Und er ist zur Stelle. Sucht seinen Mitspieler. Das ist die Möglichkeit. Na, da wird er ein bisschen enttäuscht sein. Ball ist draußen. Sucht die Lücke. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Stark angesetzt zum Kopfball. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Will ihn da durchstecken. Das könnte was werden. Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse. Die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Kurze Ecke. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Ein Fußballkünstler. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Den holen sie sich zurück. Gut aufgepasst. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Nee, die Fahne ist oben, war wohl ganz knappes Abseits. Das haben sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Das mögen die Verteidiger überhaupt nicht, wenn ein gegnerischer Stürmer sie hinterläuft. Der Unparteiische, bitte zur Pause. Also diese Leistung, die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterirdisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. 0:0 zur Pause. So richtig weit sind wir nicht gekommen mit Toren. Der Ball, der rollt wieder. Bonn hat sich, da bin ich mir ganz sicher, über diesen Halbzeitpfiff mal richtig gefreut. Die wissen gar nicht, weshalb es immer noch unentschieden steht. Und sie wissen vielleicht, wenn sie so weitermachen, dann haben sie heute ein Minimum an Chancen. Einfach mal lang nach vorn. Köln ist direkt wieder im Ballbesitz. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Rüber nach rechts. Der Ball geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ball ist draußen, Einwurf. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Einen Mitspieler. Die Chance war da, nur letztendlich kommt keiner an den Ball ran. Sie versuchen es mit dem Pass.
Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Sucht die Lücke. Ein sehr kluger Pass. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Versucht die Gasse zu finden. Er bringt ihn rein. Nutze die Chance. Einfach mal rausgedroschen. Er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Er zieht durch. Jetzt ist er drin. Es sieht so aus, als käme in der zweiten Hälfte jetzt endlich Schwung ins Spiel. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Da ist es, das erste Tor der Partie. Schwierige Situation, sie liegen hinten, sie müssen jetzt den Kopf oben halten und versuchen, so schnell wie möglich zurückzuschlagen. Schau dir mal die offensiven Spieler an, also von defensiver Seite haben die noch nicht viel gehört. Definitiv, und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Sucht seinen Mitspieler. Hansi, dein Eindruck bisher? Der Gegner hat mehr Möglichkeiten, der Gegner führt mit 1:0 und das, wenn wir uns den Spielverlauf anschauen, natürlich völlig zurecht. Der Ball kommt flach herein. Einfach mal weggedroschen. Gefahr vorerst gebannt. Ein herrliches Zusammenspiel. Abschluss. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Sucht die Lücke. Er schießt. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Ist es das gewesen? Ist das der Knockout gewesen? Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Also jetzt haben sie dem Gegner endgültig den Zahn gezogen. Da stehen sie wirklich stabil. Ab auf die linke Seite. Den Ball kontrolliert. Ganz simpel, einfach nach vorne. Raus auf die linke Bahn. Bonn kann das Ding nicht mehr gewinnen.
gewinnen, aber sie können ja zumindest mal ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Jetzt aber! Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Beide bringen neues, frisches Personal. Und da ist der Pass. Gut, sowas sieht man immer gerne. Toll gelöst. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Ende der Schlusspfiff ertönt. Also sie haben nun wahrlich nicht schlecht gespielt. Insofern können Trainer und Fans trotz der Niederlage stolz auf die Mannschaft sein. Die Analyse.